Arigato Yamasai. Und damit, hey Leute, heute machen wir eine Try Not To Love Challenge. Keine normale, denn heute mit Bestrafung. Im Endeffekt weiß ich ganz genau, worauf ich mich einlasse. Ich habe schon ein oder zwei Bonbons davon gefressen und die sind verdammt sauer. Falls die irgendjemand aus irgendeinem Grund probieren möchte, die heißen Kingdom of Sweets. Steht da jedenfalls drauf. Und die Regeln sind, wer hätte es gedacht, jedes Mal, wenn ich lache, muss ich einen Bonbon essen. Und die sind wirklich verdammt sauer. Und übrigens, folgt mir auf Instagram. In letzter Zeit mache ich wirklich extrem viel Werbung für Instagram, aber wer nicht folgt, ist weiß. Was? Yo? Das Video, was ich mir angucken werde, ist von... Den Namen könnt ihr hoffentlich selber lesen. Es handelt von japanischen Werbung, japanischen Clips, pipapo. Und wir wissen alle, die Japaner sind wirklich extrem komisch. Das war eine Werbung für ein Golfspiel. Das war kein Lachen, yo. Der Typ kam mir verdammt pädophil rüber. Ich würde mein Kind wahrscheinlich niemals in diese Werbung reinstecken. Okay, einmal habe ich verloren, ich gebe es zu. Ich habe das Saure fast runtergelutscht, aber... Oh, fuck! Das Saure ist jetzt weg, aber meine Zunge ist verdammt taub. Sieht man da irgendwas? Weiter geht's. Die einzige Mission ist nicht zu lachen. Bleibt cool. Oh, das ist irgendwie richtig cool gemacht. Was zur Hölle? Das ist ja richtig geil gemacht. Oh mein Gott. Yo, wieso zur Hölle haben wir nicht so welche Werbung? Das war nicht lustig, das war eher episch sogar. Was zur Hölle passiert jetzt? Hä? Ich glaube, der Typ hat sich in den anderen Typen verliebt. Oh Gott. Weiter geht's. Und diese Werbung ist anscheinend für irgendeine App. Und die Werbung sieht richtig geil aus. Wieso haben wir nicht so welche Werbung? Oh, shit. Okay, wahrscheinlich dürftest du sowas gar nicht in Deutschland ausstrahlen. Aber die Werbung ist ja richtig nice. Ey, ich wäre so happy, würde es bei uns so welche Werbung geben. Aber ich bin ehrlich, ich habe wirklich keinen Plan, was die da reden. Was zur Hölle? Ich weiß nicht mal, wovon diese Werbung überhaupt handelt im Endeffekt. Ich hab absolut keinen Plan, aber dieser Sound von dem Vater war richtig nice. Ich musste doch nicht lachen, alles ist gut. Yo, das war eher kichern. Die Leute sehen echt nicht aus wie Japaner. Was zu? Oh doch, okay. Was, hä? Ist das jetzt eine Werbung für so einen Stuhl, der nach unten gehen kann? Und wieso zur Hölle kannst du überhaupt Japanisch? Ich kapiere gar nichts mehr. Intel heitteru Pasokon no koto nara, Dell no Advisor ni o denwa kudasai. Orena Sakai. Die Musik ist auch so nice. Japanische Musik hört sich immer so geil an. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist keine Werbung, die jetzt witzig sein soll, oder? Nein, die Werbung ist eher gruselig. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ach du Scheiße!
Ich hab keinen Plan. Ich hab absolut keinen Plan. Ich musste einfach lachen, weil ich keinen Plan hatte. Okay, es tut mir leid. Ich hab's nicht verstanden. Okay, das Saure ist weg. Ich weiß nicht, ob ihr das Knispern hört, aber das ist wirklich verdammt sauer. Das Problem war, dass das erste Bonbon hat meine Zunge schon gebrannt und beim zweiten hat es einfach nur noch richtig gezogen. Sagt mal, blute ich da auf der Zunge? Ich kann das gerade nicht einschätzen, aber das sah nicht aus wie Farbe von diesem Erdbeerbonbon. Okay, weiter geht's. Wow. Meine Zunge tut wirklich gerade arschweh. Es macht keinen Sinn. Diese komplette Werbung hier hat gar keinen Sinn ergeben. Da war irgendein Ding, was in Po gewackelt hat. Hä? Ich liebe Japan wirklich. Oh, shit, yo! Habt ihr gerade gesehen, was der Typ mit der Statue gemacht hat? Das kann ich besser. Obwohl es deutlich schwerer mit einer Statue ist. Und, Hoi, hoi. Was zur Hölle? Sind das die Power Rangers? Es sieht so aus, als wäre das eine Power Ranger Nachmache. Und die haben... Oh, die machen das Garagentor sauber. Ey, Leute, jetzt mal ohne Witz, die Werbung ist so cool. Ich weiß, das hört sich jetzt total doof an, aber Deutschland ist viel zu spießig für so welche Werbung. Ah, sexy Boy. Ah. Bist du der Herr der Elemente oder woher kommen die Feuerhände? Was zur Hölle, ist sie schwanger? Ich glaube, der Witz war am Ende. Die Frau hat noch irgendwas gesagt, aber wir haben es alle nicht verstanden. Eventuell ein, zwei von euch, aber ich hab's jedenfalls nicht verstanden. Hä, die Sprite-Werbung war doch relativ normal. Meine Zunge brennt gerade so hart. Ich glaube, das ist irgendeine Handy-App, aber das sieht richtig geil aus. Dieser Sound am Ende war gerade so geil. Ey! Wie geil ist diese Werbung, bitte sehr? Ist die für ein Anime? Ich glaube, die ist für irgendein Anime. Ich kenne den noch nicht. Und der Typ macht gerade Kacki. Oh, was zur Hölle? Achso, ich glaube, das sind die Bakterien auf der Toilette. Oder ist das die Kacke? Ich weiß es nicht. Das könnte auch die Kacke sein. Ich hoffe, das war nicht die Kacke. Oh Gott, doch, es war die Kacke. Pika, pika. Pika, pika. Bist du ein verdammtes Pikachu oder was? Was zur Hölle? Okay, die komischste Kaugummi-Werbung, die ich jemals gesehen habe. Obwohl, das ist nicht mal Kaugummi. Am Anfang dachte ich noch daran, wie witzig die Werbungen sind. Jetzt denke ich mir einfach nur noch, what the fuck? Weil das hier ist gerade wirklich eine Werbung für Heidi? Ist das jetzt eine Werbung für Google Maps oder für Häuser? Was zur Hölle war das für ein Move am Ende? Und ja, Leute, ich habe keine Hose an. Kommt drüber hinweg. Igitt! Oh, das hat er extra gemacht. Definitiv. Ist es wieder diese komische Golf-App vom Anfang? Nein, es ist anscheinend ein PlayStation 4-Spiel über Golf. Wow, und ich glaube, das hier ist Forza, oder? Wieso zur Hölle haben wir nicht so welche Werbung? Mann, das ist doch wirklich unfair. Okay, das war eine komplett normale Werbung diesmal. An der war gerade wirklich gar nichts besonders. Und jetzt gibt's eine Make-up-Werbung, wow. Aber du bist niemals Japanerin, oder? Es könnte sein, dass sie Japanerin ist, weil viele Japaner machen sich blonde Haare, weil das irgendwie ein Schönheits-Ei, egal. Ich glaube, sie ist tot. Ja, die ist eventuell tot. Bah!
ドラゴンクエスト10発売中。ドラゴンクエスト。Dieses Saure frisst sich gerade durch das Bonbon durch. Aber Leute, ich glaube, jetzt kommen nur noch Game-Werbungen. Und Game-Werbungen sind jetzt nicht so gut wie die anderen japanischen Werbungen. Meine Zunge ist am Bluten. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr gelacht habt oder nicht. Und du. Genau du. Folgt mir bei Instagram. Ich mache wirklich verdammt viel Instagram-Werbung.